Mit dem Frühling kommt auch die Wanderzeit. Wer dabei ganz autofrei unterwegs sein will, kann mit dem Opus direkt zum Fuße des Geißbergs fahren. Naja, man kann überall losgehen. Man kann jetzt in die Oberknigel fahren, man kann jetzt noch Eigen und vor Eigen hinten über Gensbrunnaufer fahren. Man kann am Schmäderer Platz fahren nach Barsch oder man kann überhaupt dazu fahren bis Glasenbach fast mit dem Zimmer aussteigen und nachher dann über die Klammaufer gehen. Also man hat genug Möglichkeiten mit dem Opus zu einem Ausgangspunkt zu gehen oder zu fahren, wo man dann aufgehen kann. Auf den Geißberg führen also viele Wege, die bereits beim Aufstieg eine wunderbare Aussicht auf die Stadt Salzburg, das Salzburger Becken sowie das Gebirgspanorama bieten. Je nach Kondition kann zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden ausgewählt werden und nahezu alle Ausgangspunkte sind mit dem Obus erreichbar. Von Eigen aus startet man beispielsweise über die Südosthänge und genießt dabei einen herrlichen Ausblick. Knapp 2 Stunden dauert hier der Aufstieg. Ausgangspunkt für eine schöne Wanderung ist auch Knigl. Dorthin kommen Sie mit der Linie 2. Aber auch von der Endstation der 6er Linie kommen Sie über den Schmäderer Platz direkt über die Gersbergalm oder entlang der historischen Zahnradbahntrasse zur Spitze. Über die Zistel zur Geißbergspitze kommen Sie aber auch über die Obus-Haltestelle Glasenbach. Der Weg führt dann über die Glasenbach-Klamm. Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, oben genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Salzburg.